So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Kais Retro Games hier im Microsoft Train Simulator. Also wie gesagt, wir sind heute unterwegs mit der berühmten Baureihe 277 auf der Strecke von Bernau bis Blankenburg über das Karower Kreuz. Weil wir hatten ja schon ein Video gemacht, halt eben wie gesagt, über besagte Baureihe im Traditionslack. Jetzt haben wir gesagt, okay, weg nur eins machen, halt eben wie gesagt, wie er im Hauptstadtlack ausschaut. Ich finde das passend. So. Wir sehen da gerade einen Fernzug wegfahren, halt eben in den Punkte. Wir müssen jetzt aber auch schon los, es ist 16:48. Nein, ich habe einfach gedacht, es wird Zeit, dass wir den Zug noch in Hauptstadtfarben setzen, also im Reichsbahner Hauptstadtfarben. Weil wir haben jeden Zug unserer Flotte in den Farben ihn noch nicht, das fehlt noch. Weil so sind sie ja doch längere Zeit gefahren, halt eben bis letzten Endes dann nachher, ja, leider Gottes auf den Schrott gewandert sind, die nicht modernisierten 12 Stück, die überheblich sind. Und deswegen fahren wir jetzt direkt halt eben, wie gesagt, mit dem schönen Objekt hier halt eben, mit diesem schönen Zug von Bernau aus halt eben, wir sind links daneben, sehen wir die Wartungshalle, fahren wir jetzt halt eben, wie gesagt, nach Blankenburg halt eben. Rechts neben uns steht schon ein 477er, wie er später heißen wird, oder 277er Modi, kann man auch sagen, halt eben, wie gesagt, also die Rundköpfe hier im Simulator wunderbar vorhanden. Ich finde aber auch, diese Züge passen ideal in das Add-on Legend zwischen Spree und Oder, weil mehr Berliner S-Bahn kann man eigentlich nicht haben, muss man wirklich sagen. Also jedenfalls zur Reichsbahnzeit. Möchte ich schon bewusst dazu sagen, ja. Also, so, wir müssen mal das Licht einschalten, damit wir hier ein bisschen im Winter besser ausschauen. So. Nein, wie gesagt, also hier wunderschön zu sehen, halt eben, wir fahren gerade aus Bernau aus, halt eben links der 277er Modi, rechts daneben halt eben schöner Dampfzug, wie gesagt, also der Kaffee-Verkehr in dem Addon ist ja wunderbar schön. Da gibt es ja wirklich nichts an den Punkten, der taugt mir auch immer total, bin da voll begeistert von. Wie gesagt, sicher die Landschaft und so weiter halt eben in den Punkten, da kann man drüber spekulieren und streiten, aber ich bin ehrlich, mir, für meine Ansprüche genügt das voll und ganz. Und es ist auch das einzige Addon halt eben, wo man wirklich richtigen Reichsbahner S-Bahn-Verkehr hat. Sicher, es gibt noch Pro Train 9 halt eben, wo man über den Innenring fahren kann. Aber wie gesagt, das ist alles nicht so in die Richtung unterwegs wie Legenden zwischen Spree und Oder, möchte ich schon dazu sagen. Ja, also das ist dann schon ein bisschen was anderes. Ja, also das möchte ich schon dazu sagen. Wie gesagt, halt eben, also diese Züge hier halt eben, wie gesagt, es gab halt vorher keine wirklichen Rundköpfe im Simulator halt eben. Ich meine, in dem Addon Legenden zwischen Spree und Oder, wenn man sich dann das Update von Helicopmedia auf deren Homepage helicopmedia.com runtergeladen hatte, dann kann man ja den Modi, den 277er Mod, bekam er ja dazu. Ebenso die Streckenerweiterung halt eben, wie gesagt, vom Biesdorfer Kreuz raus Richtung bis Kaulsdorf. Die war ja, ist ja im Standardprogramm so in der 1.0-Version nicht mit drin. Deswegen gab es ja das Update auch zum Runterladen für alle, die 1.0-Version hatten. So wie ich. Und wie gesagt, halt eben, also wenn man schon die Baureihe 475, 477 hat, bin ich der Meinung, sollte der 277er Altbau halt ebenso wie aber auch der Peenemünde, die durften einfach in den Simulator einfach als S-Bahn nicht gehen, weil dadurch bekommt man halt eben, wie gesagt, sämtliche Züge halt eben zur Auswahl, kann sie sich auf der Strecke einsetzen, wie man möchte halt eben und hat halt eben wirklich einen schönen, vollen, echten Berliner, vollen S-Bahn-Fuhrpark halt eben. Und ich habe es ja vorhin schon irgendwie, meine Vision war es ja halt eben wirklich halt eben einen Simulator zu kriegen, wo man sämtliche Fahrzeuge in diesem Hauptstadtlack halt eben, wie gesagt, hat. Deswegen habe ich die ganzen Züge so genommen. Ja, wie gesagt, halt eben, also die Wagen, wie gesagt, waren ja ursprünglich, das hatte ich schon bei Peenemünde im Video gesagt gehabt, das waren halt eben KI-Züge, die nicht steuerbar waren und sonst irgendwas zum Thema. Ich habe mir dann wirklich die Mühe gemacht, mich reingesetzt halt eben und die Wagen fahrbar einfach gemacht, in dem Fall halt eben, damit man diese Züge halt eben auch in dem Addon fahren kann. Weil das rundet den Fuhrpark dann doch um einiges wieder natürlich ab. Ja. Wie gesagt, dann eben zur ganzen Grundsituation. Man muss halt eben wirklich schauen, dass man den Train Simulator da in der Situation halt eben wirklich grundlegend anfängt zu begreifen. Dass man sich das Programm wirklich mal einfach, dass man sich durch die Ordner durchfühlt halt eben, mit dem Editor, durch die ganzen Beschreibungsdateien, da kriegt man dann wirklich den Einblick halt eben, wie rennt das ganze Programm an sich eigentlich so. Und wenn man das Verständnis dann hat, kann man dementsprechend auch mit dem Programm ganz anders arbeiten. Man kann wie gesagt halt eben sämtliche Variationen nutzen halt eben, wie gesagt, man kann sich ganz andere Konsistdateien über Konvoi und so weiter erstellen. Man kann aber auch dementsprechend halt eben, wie gesagt, das Fahrverhalten der Züge ganz anders abändern, was schon bei manchen Zügen zur Nachbesserung in vielen Punkten geführt hat. Aber ebenso auch ist es halt eben, man kann dann wirklich KI-Züge und sowas fahrfähig machen, was vorher nicht der Fall war.
oder nicht ging halt eben, wie gesagt, oder man kann auch neue Züge halt eben komplett fahrbar machen, wenn man sie dann erstellt hat über die ganzen Programme halt. Und das ist schon halt eben ein Riesensprung nach vorne. Also das wertet den Simulator um einiges deutlich auf. Außerdem ist es wichtig, dass man schafft, dass man Microsoft, falls wieder die Fragen aufkommen, spielst du das über Windows 10? Natürlich spiele ich das über Windows 10. Und ich muss es auch über Windows 10 spielen können, weil der Knackpunkt ist, der es muss laufen auf Windows 10, weil ansonsten könnte ich den Editor, den eingebauten, der in dem Programm drin ist, gar nicht nutzen. Und wenn ich das nicht könnte, wäre das Problem der ganzen Geschichte halt eben wirklich das, dass ich die Züge hier halt eben mit ihren Traktionen, wie sie hier jetzt vorliegen, halt eben auf den Strecken gar nicht einsetzen könnte. Ohne den Editor kann ich die Züge, was ich neu einfüge im Simulator, gar nicht in die Aufgaben einbinden. Also man braucht schon den MSDS-Editor. Es gibt angeblich Programme, die das können. Ich hab leider Gottes bis jetzt online noch keins gefunden. Deswegen in dem Punkt ist es für mich bindend, dass es unter Windows 10 läuft. Also dass ich es lauffähig halte unter Windows 10. Und das geht auch. Man muss es eigentlich nur wollen. Wie gesagt, ein gesunder Wille bringt einen dazu, alles zu können. Das kommt man auch an, halt, wie gesagt. Aber man muss wirklich lernen, das Programm in seinen Zügen zu verstehen, wie es funktioniert. Weil dann kann man den Wagen auch, zum Beispiel, wenn der Fahrsound nicht stimmig ist, wie zum Beispiel, wie das jetzt beim 270er Prototypen der Fall war, halt eben, kann man ihm wirklich einen 485er Sound reingeben und dann klingt der doch um einiges realistischer. Ebenso kann man ihm auch ein ganz anderes Capture verpassen und. Also da spielen viele Faktoren eine große, wichtige Rolle. So, damit stehen wir jetzt in Zeebeck. Nächste Station ist ein Röntgental halt eben, aber wie gesagt, also es ist wichtig, wie gesagt, dass man sich mit dem Programm gravierend auseinandersetzt halt eben und auch befasst und beschäftigt halt eben, damit man da wirklich alles in seinen Zügen voll nutzen kann und nicht nachher auf der Strecke bleibt, das ist schon ganz wichtig. Das ist schon relativ notwendig halt eben. Also wie gesagt halt eben, ich danke auch an der Stelle nochmal Ole Rochi Marcel halt eben, also wie gesagt, unser Name ist Skytech Hater, für diverse Unterstützung halt eben, der mich dann aber grundlegend mit vielen Dingen aus vielen Add-ons und auch mit vielen anderen Geschichten versorgt und aber auch halt eben, wie gesagt, immer wieder Ideen und Anstöße gibt halt eben in die Richtung, welche Züge haben wir noch nicht, was könnte noch fehlen im Fuhrpark und so weiter halt eben. Also danke nochmal an dich halt eben, wie gesagt, in dem Punkt, du hältst das ganze System auch mit am Laufen, als einer der wesentlichsten Faktoren. Wie gesagt halt eben, und dadurch, wie gesagt, wertet man ja auch den Simulator in seiner vollen Fülle natürlich dementsprechend dann auch nochmal auf. So. Wir können dann die Türen schließen. Die Bremse langsam aber sicher lösen halt eben, wir müssen gleich weiter. Wie gesagt, wir sind hier auf der eingleisigen Strecke unterwegs. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, ob die Strecke eingleisig ist. Ich bin mir nicht sicher, weil ich bin zuletzt als Kind auf dem Streckenabschnitt gefahren. Von daher, ja. Und wieder fährt er ganz genüsslich halt eben eine Diesel-Lok mitsamt halber Schnee mit normalen Personenwagen, aber inzwischen auch ein halber Stadt zwischengeklemmt an uns vorbei. Hier sehen wir auch wieder was Typisches, was für DDR-Zeiten sowas von dermaßen typisch war. Diese kleinen Schienensprünge. Heute komplett verpönt bei der Bahn, also unzumutbar für viele, aber ja, damals, wenn ein Schienenstrang vorhanden war, halt eben der neue ausgelegt worden, man hatte sich da so ein bisschen mit dem Zusammenkommen verkalkuliert, wurde das einfach so ergänzt. Das war einfach so. Aber wie gesagt, halt eben, es passt auch wunderbar. Die Züge passen hier wunderbar in dieses Add-on rein. Ich hatte letztens da so eine lustige, ich habe letztens einfach im Schriftverkehr halt eben, man kann es in den Kommentaren bei den Videos auch selber nachlesen, ich lösche sowas nicht raus, die Meinungsäußerung bekommen von jemandem, ich will keinen Namen nennen, der gemeint hat, zum Thema die ProTrain Teile 1 bis 10 sind, findet die jeweilige beschissen, weil, ja, sind nicht so detailverliebt und so weiter. Ich muss sagen, das muss man differenziert in dem Fall mal wirklich betrachten. Ich habe nie gesagt, dass ich diesen Satz mal so im Mund nehme, aber es ist wirklich so. Man muss sich vor Augen halten, halt eben, wie gesagt, dass natürlich klar, ab ProTrain 10 halt eben, die ProTrain 28 und so weiter, braucht man gar nicht drüber streiten in den Punkte, da wurden die schon um einiges realistischer. Ganz logisch. Aber man sollte an der Stelle vielleicht auch nicht vergessen,
dass bei Pro Train das so ist halt eben, wie gesagt, bei den ersteren Teilen, ist die Tür auf, dass es bei den ersteren Teilen wirklich so ist, in der Situation, dass du hast halt eben, wie gesagt, jetzt nicht natürlich klar grafisch alles so abgerundet und so weiter, man sieht doch schon bei den Pixeln und so viele Kanten und so weiter, das ist alles ganz klar. Aber allein die Städte, wenn ich überlege, Pro Train 10, der als letzter von den ersten 10 Teilen, allein zwischen Köln-Aachen auf der Strecke, die Städte halt eben, oder Berlin, oder wenn man Pro Train 5 nimmt, Berlin-Dresden halt eben, die Reichsbahnstrecke, wenn man am Wünsdorf vorbeifährt, diese Helikopterflüge und so alles drumherum, herrlich, mit der MiG-24. Also, es hat alles auf seine Weise halt eben, wie gesagt, seine Vorzüge halt eben. Hier sind es halt eben bei den älteren Pro Train Teilen wirklich halt, bei den älteren Add-ons und Erweiterungen für MSTS, die kleinen Details, die halt eben das grafische Schmuckstück daraus machen. Denn wenn ich jetzt überlege, so im Groben und Ganzen, ja, hier ist es zum Beispiel, dass halt eben, wie gesagt, wenn man die Kaulsdorf-Strecke fährt halt eben, ist es so halt eben, wenn man dann Richtung Kaulsdorf rauskommt, nach Biesdorf, weil Wuhletal ist ja dazwischen als Station noch nicht vorhanden, das ist ja erst 1989 eingeweiht worden, beziehungsweise errichtet worden als Verbundstation zwischen U- und S-Bahn. Und da hat man dann halt eben wirklich auf der Strecke so eine schön animierte Baustelle halt eben, und dazu halt eben, wenn man ein Stückchen weiter dann fährt, sieht man dann so einen Feuerwehreinsatz halt eben, wo wirklich im ersten Stock eine Wohnung brennt halt eben, und siehst dann wirklich einen EVW 50, einen Löschfahrzeug davor halt eben, wie gesagt, die krampfhaft versuchen das zu löschen, und das ist genial. Und so kleine Feinheiten, die fehlen dann in den späteren Add-ons zum Beispiel. Also, man muss differenzieren halt eben, was einem taugt, aber ich bin ganz ehrlich zum Thema, es hat beides seine Vorzüge. Also Legenden zwischen Spree und Oder wird für mich deshalb schon immer im Vorzug bleiben halt eben, weil allein die Strecke Bernau-Blankenburg oder Blankenburg-Bernau, je nachdem, welcher Richtung man fahren will, gibt's nicht. In keinem anderen Addon. Und deswegen in dem Punkt ist es schön halt eben, dass wir sie hier haben. Das allein ist schon viel wert. In dem Punkt, dass es das überhaupt gibt, halt eben, macht schon einen riesen Unterschied aus. Ja, die Geschichte unserer 277er brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht so extrem viel, sage ich jetzt mal, kommentieren, weil die haben wir im vorigen Video schon gehabt, kannst du aber grob anreißen halt eben. Also, wir haben hier die Züge der Baureihe Olympia, fahren wir hier halt eben 277 halt. Die Züge selber halt eben sind eigentlich ursprünglich für die Olympiade entwickelt worden, 1936, sind aber erst 1939, deswegen heißt die Baureihe ja auch 1939-40 im Fachjargon, weil sie eigentlich erst zur Eröffnung der Nord-Südbahn-Strecke unten im Tunnelabschnitt bis unter den Linden gefahren sind halt eben, weil die war ja da zu einem Zeitpunkt auch noch nicht ganz fertig, die ist erst mitten im Krieg dann, also im Krieg dann so richtig fertiggestellt worden halt eben. 1941, 42 war dann das hintere Stück auch fertig. Aber man muss dazu sagen, wie gesagt halt eben, ja, wie gesagt, ich mag die Olympia-Züge total und sie gehören hier, hier in die Add-ons einfach mit rein. Also Vorstopp 277er oder Peenemünde halt eben, also 276er, die gehören hier einfach mit da rein. Punkt, Ende, aus ist, die müssen vorhanden sein, sonst macht die ganze Geschichte gar keinen Spaß. So, nächste Station ist dann Buch. Der Bahnhof ist zweigleisig ausgelegt halt eben, also es teilt sich jetzt dann auf, da vorne steht eh schon ein Stadtbahnerchen. Beziehungsweise Blödsinn, ein 277er der Stadtbahner steht bei der nächsten Station dann auf dem Steh- und Wartegleis. Ich rate, wie gesagt, hier in dem Addon auf der Strecke jedem, dadurch, dass es wintermäßig ist halt eben und die Räder auf den Gleisen doch etwas stark anfangen zu rutschen, dazu frühzeitig vor jeder Station schon die Bremsen zu aktivieren halt eben, damit man nicht zu schnell in die Station hineinkommt, ansonsten kriegt man da beim Bremsen nachher ziemliche Probleme. Ich bin da oft dran vorbeigedonnert an der Station, mit einem Fragezeichen über dem Kopf, warum? So, wenn wir jetzt vorbei sind, kann hier der 277er nämlich dann auch rausfahren, das tut er auch. Jetzt ein bisschen abbremsen und langsamer hineinfahren, sehen wir das sogar. Achtung. Da, ihr hört schon, er startet den Motor und fährt weiter. Wie gesagt, der KI-Verkehr hier ist echt schön gemacht, muss man wirklich dazu sagen. Also das ist genial. Mir taugt das total. Wie gesagt, deshalb im Hauptstadtlack halt eben, ich habe es ja schon erwähnt gehabt, halt eben, damit einfach alle Züge im Hauptstadtlack sind halt eben, wie gesagt, in dem Punkt, weil es gibt kein Add-on, wo das so ist zum Thema. Und man muss einfach sagen, die S-Bahn hat ja halt eben im Vergleich zu in West-Berlin halt eben doch im Osten halt eben wirklich, sie ist weiter so genutzt worden wie der einst vor dem Krieg und wie jetzt heute nach dem Krieg halt eben. Es war eines der wichtigsten Hauptverkehrsmittel für den öffentlichen Nahverkehr in der Hauptstadt der DDR und damit, wie gesagt, in dem Punkt, hat sie in Ost-Berlin natürlich ihre Bedeutung nie verloren, während sie im Westteil natürlich halt eben durch die ganzen Streiks und die ganzen Geschichten halt eben, weil ja auch die Reichsbahn das Netz in West-Berlin betrieben hat, halt eben natürlich, da gab es dann schon dementsprechende Probleme, alles drum und dran, aber das kann man eh alles nachlesen.
Was man noch dazu sagen kann, vielleicht gut, die Rundköpfe sind ja halt eben im Westteil der Stadt auch vermehrt gefahren, gerade die Peenemünder zum Beispiel auf der Strecke Richtung Beusselstraße und so da oben die Ecke. Aber das alles ist, wie gesagt, halt eben durch den S-Bahn-Streik, der dann 1980, 83 dann in die Richtung war, halt eben, wie gesagt, dann alles dann relativ dann beendet worden halt eben. Man hat ja dann viele Streckenabschnitte eingestellt ab 1980 halt eben, weil sie dann angefangen haben, drüben zu streiken, die Reichsbahner Mitarbeiter im Westteil der Stadt. Und im Endeffekt ist ja dann nachher das Betriebsrecht halt eben für die S-Bahn im Westteil der Stadt auf den Reichsbahngleisen. Das ist das Lustige halt immer im Hoheitsgebiet der Reichsbahn nachher letzten Endes dann übergegangen an die BVG. So, wir befinden uns jetzt hier in der Station Buch mit dem großberühmten Krankenhaus Buch. An uns vorbei fährt gerade ein schöner Dampflokzug, ein Güterzug, voll bespannt. Das Ganze spielt ja halt eben, wie gesagt, wie es auf der Rückseite der Addon-Beschreibung ja schon zu lesen ist, halt eben 1979 und damit ist natürlich klar halt eben, dass wir hier vermehrt noch Dampflokbetrieb haben, denn die Dampfloks haben bis kurz vor der Wende halt eben, wie gesagt, noch den Löwenanteil, sage ich jetzt mal, an Güterverkehr in der DDR gestemmt. Ab 1983, 84, 85 war aber auch schon mit dem Personenverkehr mit dampfbespannten Zügen dann doch recht Schluss. Man wollte neue Wege gehen. So. Wir können dann weiter. So, die nächste Station, wir kommen jetzt nach Berlin rein, halt eben ist dann Karow. Das heißt, wir fahren jetzt über die Stadtgrenze hinein in die Stadt. Aber viel Strecke ist auch nicht mehr vor uns. Es ist jetzt nur noch Karow und dann kommt auch schon Brandenburg und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Wie gesagt, mit Winterkleid hat man hier die Strecke ausgestattet, halt eben, weil es ohne Schnee halt eben, wie gesagt, jedoch halt eben einfach nur grün, nur permanent grün, wäre halt eben klar, wie viel auf der Strecke ist. Abgesehen von den Laternen, es ist schön, dass sie vorhanden sind. Und deswegen hat man das ganze Spiel dann im Winter eingestellt als Aufgabe halt eben. Wie gesagt, es gibt der ganzen Sache aber auch nochmal einen schönen Touch halt eben, wie gesagt, weil der Zug passt schon ganz gut mit seinem Lack halt eben, wie gesagt, mit seinem Farbschema halt eben hier auf die Strecke. Auch zu der Jahreszeit passt wunderschön zusammen. Und wie gesagt halt eben, also man hat dann wirklich halt eben geschaut, dass man das ganze Spiel halt eben hier stimmig bekommt, passt auch gut zusammen. Wie gesagt halt eben, ich empfehle jedem, setzt euch Schnee mit rein, weil der Schnee im Addon-Legenden zwischen Spiel und Oder ist echt schön animiert, der schaut wirklich super aus. Besser finde ich als der Standard-Schnee, den wir normal im MSDS haben halt eben, da schaut der hier wirklich gut animiert aus, also da gibt es nichts, der macht das ganze Spiel auch optisch noch ein bisschen weiter runter. Hier ein bisschen abbremsen, dass wir hier nicht zu schnell runterheizen. Kein Bock mehr auf ein Kupplungsbruch oder so. So. Da kommt auch schon die Station Karow halt eben, in die wir da jetzt reinfahren halt eben. Hier ist ja das Abzweigegleis halt eben, von dem wir vom Hauptstrang wegkommen, weil die Strecke würde ja eigentlich hier weiterführen in Richtung Stettin raus. Muss da aber mal nicht hin. Wie gesagt, hier brauche ich nicht mehr beschleunigen in dem Punkt, hier lasse ich ihn einfach fahren, weil aus der Begründung, so baut er selber Tempo ab und ich brauche die Bremsen nicht zu belasten. Maximal, wenn wir unter 50 sind zum Thema, dann wird schon halt eben, wie gesagt, nochmal der Tonbandschalter dazu gesetzt und ein bisschen zeitnah auch in den Bahnhof reinkommen. Wobei die Zeiten halt eben um, wie sie sind, schon 16:57, also ich habe schon 4 Minuten Verspätung, aber wirklich, ich halte mich da jetzt bei solchen Präsentationsvideos nicht unbedingt dran halt eben in dem Punkt. Da geht es aber nur noch um die Strecke zu zeigen und die Technik. So, wie gemerkt halt eben, wie gesagt, bitte pünktlich vor der Station halt eben schon voll in die Eisen gehen, ansonsten kriegen wir da noch Probleme. Damit sind wir auch schon in Berlin-Karow angekommen. Upp, Türen auf. Ja, wie gesagt, dann ist es nur noch eine Station. Halt eben, ich möchte an der Stelle sagen, ein bisschen strecken wir hier, dass wir die Lügen hier ein bisschen munter kriegen. So. Ich möchte an der Stelle noch sagen, es hat mich wieder mal gefreut, euch zu unterhalten halt eben und euch Neues oder auch Altbekanntes halt eben aus der Welt des Train-Simulators zeigen zu können.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen halt eben. Wenn ja, dann, wie gesagt, gibt es ja die beiden Däumchen unten beim Like- und Dislike-Button-System da unten bei YouTube halt eben. Der Zug selber, wie gesagt, ist vorhanden zum Download halt eben unten in der Videolink-Beschreibung. Alles drin. Da könnt ihr euch direkt halt eben, wie gesagt, den Download-Link anklicken halt eben. Werdet direkt weitergeleitet auf thetrain.de, wo das ganze Spiel zum Downloaden ist. Ja, wie gesagt, halt eben. Und wenn ihr Anregungen, Fragen zum Zug habt oder auch allgemein halt eben, wie gesagt, könnt ihr das alles unten in die Kommentare schreiben oder mit anhand des Links halt eben, der auf thetrain führt, auch in den Foren. Ich bin da immer unterwegs und guck halt eben nach Themen und so weiter. Und wenn natürlich dann Fragen auftauchen und ihr wollt jetzt nicht unbedingt in den Kommentaren sowas schreiben, könnt ihr das auch im Forum machen halt eben. Ich bin da gern bereit zu helfen und zu antworten. Wie gesagt halt eben. Also, und ansonsten, ja, abonnieren wäre ganz schön halt eben. Das darf man nicht vergessen, weil dann kriegt man immer so die neuesten Videos auch von mir halt eben, wenn da neuere Projekte anstehen und so weiter halt eben. Ich mache auch immer Promotion-Videos für Beta-Versionen und Work-in-Progress-Geschichten. Die kriegt man dann auch dazu zugelinkt halt eben, wie gesagt. Ich bin auch auf Facebook vertreten, also von daher, wer das haben möchte, alles pipapo in dem Fall, ist alles vorhanden. Gut, dann werden wir jetzt die Türen schließen, die Bremse langsam lösen und dann geht's für uns auch schon weiter in Richtung Blankenburg halt eben direkt jetzt über das Karower Kreuz, also direkt am Karower Kreuz vorbei. Bitte einschalten, schließen. So. Ich hätte die Signale an, wenn man links aus dem Fenster guckt, dann eben, wie gesagt, das schaut schon geil aus. Also, das hab's gut hinbekommen. Zack. Beschleunigung bitte nicht wundern, halt eben, wir fahren im Winter da oben. Irgendwas hat jetzt da oben gedrückt, ihr habt zum Thema, dass Emmett jetzt da rein gedrückt hat. Ich weiß zwar nicht wann, aber... Ah, jetzt hat gespeichert, sorry. Ups, so. Seitenunterfahrung halt eben, wie gesagt, die kommt hier doch relativ häufig vor, also auf der Strecke sowieso relativ häufig vor und das gehört dazu. Was ist lustig jetzt, wo man zeigt, da so ein Kompass da oben stehen. So, jetzt hat die Aufgabe erfolgreich gespeichert, super. Jetzt bin ich wieder auf den Knopf gekommen. So. Da steht auch schon das Stadtbahnchen, von dem wir vorhin gesprochen haben. Sind immer auf dem Abstellgleis. So, auf dem Wartegleis kann man fast schon sagen. Als Einsatzerzug. So, da. So, da ist auch schon unsere, für unser Video jetzt jedenfalls, unsere Endstation halt eben.
wie gesagt, es hat mich gefreut, euch zu unterhalten halt eben. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, zuzuschauen halt eben hier beim Fahren, wie mir, also beim Spielen halt eben, wie euch das natürlich. Ich hoffe, wie gesagt, halt eben, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Microsoft Train Simulator auf Kai's Retro Games halt eben. Und von daher sage ich dann Tschüss und verabschiede mich in die Sendezentrale. Bis zum nächsten Mal.